Knutetag, meine lieben Paarhufer und auch Hallo an alle, die keine Paarhufer sind. Ich dachte, ich mache heute mal ein allgemeines Video, weil mich schon so viele Leute gefragt haben, wie ich meine Let's Plays aufnehme. Dazu werde ich euch jetzt ein Tutorial machen, was ich benutze, welche Programme, was für Equipment, worauf man achten muss und werde euch auch alles zeigen, was ich bei den einzelnen Programmen einstelle. Werde ich alle Sachen verlinken, wo ich mein Equipment her habe, wo ihr die Programme herbekommt, die auch kostenlos sind. Werde euch auch erklären, wie man sich so ausschneidet. Es geht alles ganz einfach und da würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Zum Aufnehmen benutze ich das Rode NT1A. Es ist etwas teurer, es muss aber nicht, wie gesagt, teuer sein, um eine gute Audioqualität zu entwickeln. Wichtig dazu auch noch die Halterung, das ist alles unten auch verlinkt für euch. Dann habe ich mir noch den Mixer dazu bestellt. Den finde ich eigentlich relativ wichtig, wenn man sich diese Art von Mikrofon holt, weil man hat nämlich die Möglichkeit, die Soundstärke zu verstärken und eben auch andere Details zu verändern, wie man sie sich eben wünscht. Also den würde ich mir auf jeden Fall dazu holen. Der ist echt super, den kann ich auch nur empfehlen. In der Anleitung steht ja auch, was ihr alles dazu braucht und was ihr damit machen könnt. Ich benutze ihn dafür hauptsächlich eigentlich, um mein Mikrofon wirklich laut zu stellen, was auch sehr, sehr wichtig ist. Zum Aufnehmen benutze ich die Sony HDR Flash Camcorder Kamera. Ich nehme immer extra auf. Viele nehmen ja, während sie ihre Gameplays aufnehmen, auch noch am PC zusätzlich auf. Ich wollte das aber separieren, da es bei mir oft Probleme gab oder ich Probleme mit den Frames hatte. Deswegen habe ich mir diese Kamera besorgt. Dazu dann auch noch ein Stativ, was natürlich wichtig ist, um die Kamera optimal zu befestigen. Und nicht zu vergessen, mein Greenscreen. Ich habe meinen Greenscreen jetzt mit Nägeln befestigt. Unten im Link ist aber auch noch eine extra Halterung, falls ihr keine Wand hinter eurem PC habt, verlinkt. Wichtig ist hierbei, versucht, dass der Greenscreen so wenig Falten wie möglich habt und tragt am besten auch bei einer Aufnahme jetzt kein grünes Oberteil. Wir beginnen jetzt mit Audacity. Das ist ein kostenloses Programm, in der ihr eure Stimme optimieren könnt. Hierbei müsst ihr beachten, wenn ihr auf den roten Knopf da oben drückt, dass ihr 5 Sekunden die Luft anhaltet oder beziehungsweise einfach nichts sagt. Ich werde euch auch gleich erklären, warum. Als zweites schaut ihr oben, ob beim Mikrofon und beim Lautsprecher auch wirklich euer Gerät eingestellt ist. Und ganz wichtig, es muss immer auf Mono stehen. Das sind schon mal die Anfänge, die ihr am besten immer kontrolliert. Noch eine Sache, aus der ich gelernt habe: Wenn ihr beginnt, macht immer zuerst einen Test. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Aufnahmen ich schon gemacht habe, 3 Stunden Let's Plays, ohne zu kontrollieren, ob alles funktioniert und dann hat die Stimme gefehlt oder das Spiel hat nicht aufgenommen. Macht diesen Test wirklich immer. So, jetzt machen wir mal eine Beispielaufnahme. Ich habe hier eine gemacht, wie ihr seht. Seht ihr, am Anfang 5 Sekunden habe ich nichts gesprochen. Ich lasse sie mal für euch abspielen. Das ist ein Test und ich hoffe, die Stimme wird sich besser anhören als jetzt. Solltet ihr mal verschlafen haben oder habt die ersten 5 Sekunden irgendwie ein bisschen Geräusche gemacht und ist verwackelt, das ist kein Problem. Geht einfach hier oben auf dieses Zeichen, markiert die ersten 5 Sekunden, drückt drauf und wie ihr seht, ist dann die Linie auch gerade, also auch perfekt. Dann geht ihr auf Effekte, Rauschverminderung und geht auf Rauschprofil ermitteln. Jetzt werden diese 5 Sekunden ermittelt. Jetzt werdet ihr alles auswählen, den kompletten Streifen, und geht noch einmal auf Rauschverminderung und drückt dann auf OK. Übernehmt hier die Einstellung von der Rauschminderung. Die habe ich nämlich bei anderen YouTuber bzw. anderen Tutorials auch gesehen. Jetzt sind nämlich die ersten 5 Sekunden, in der kein Rauschen ist, auf die komplette Audiospur gelegt worden. Als nächstes geht ihr auf Kompressor. Und hier gebt ihr alles genauso ein, wie ich es getan habe. Ich habe es auch von mehreren YouTube-Channeln gesehen. Das sind die gleichen Einstellungen und mit denen kommt man wirklich gut zurecht. Dadurch wird auch euer Ton nochmal ein bisschen lauter. Als nächstes geht ihr auf Effekte Equalizer. Und hier habe ich jetzt eine, für mich, wie ihr seht, GNU 2, eine eigene Einstellung gemacht. Die müsst ihr nicht übernehmen. Es gibt ja nicht so viele Gamerinnen wie jetzt Gamer. Und zwar für Gamer ist eigentlich eher diese Auswahl etwas passender. Ich habe meine Stimme halt noch etwas angepasst. Ich habe eine höhere Stimme als Männer natürlich. Das könnt ihr gerne so übernehmen. Macht euch einen Screenshot oder schaut einfach. Ich lasse das Bild immer ein bisschen stehen für euch, damit ihr auch in Ruhe das alles nachbasteln könnt, oder ihr drückt auf Stopp.
So, wenn ihr damit fertig seid, dann geht ihr auf Datei, macht zuerst Projekt speichern unter. Das ist wichtig. Das habe ich auch aus meinen Fehlern gelernt. Falls irgendwas abstürzt, Projekt speichern unter, speichert euer Projekt unter den gewünschten Namen. Ich mache es jetzt mal unter Test. So, dann geht ihr nochmal auf Datei und geht auf Ton exportieren. Nehmt die WAV-Datei, das würde ich euch sehr empfehlen, exportiert es als WAV-Datei und speichert es in eurem Zielordner ab. Jetzt habt ihr schon mal den Ton für euer Gameplay. Was ich noch anmerken muss, was wichtig ist, nach den 5 Sekunden oder wenn ihr eine Aufnahme startet, sage ich euch direkt vorab und ihr mit einer Videokamera, wie es ja ist, separat aufnehmt, klatscht einmal in die Hände. Denn so habt ihr nämlich einen lauten Ton, der heraussticht. Könnt ihr nachher den Ton perfekt mit der Tonspur und mit der Videokamera synchronisieren, indem ihr beide bei der hohen Stelle perfekt übereinander legt. Deswegen ist es bei mir so, ich klatsche immer einmal in die Hände und dann beginne ich. So kann ich diese zwei Elemente perfekt synchronisieren. Jetzt kommen wir zu OBS, Open Broadcaster Software. Ich habe früher mit DxStory aufgenommen. Das kostet auch was. Man kann es einen Monat gratis testen. Würde ich aus dem Fall aber nicht mehr empfehlen, da ich oft das Problem hatte, dass mir eben Aufnahme angezeigt worden ist und es hat nicht aufgenommen, dass das Spiel mehr geruckelt hat oft oder mein Prozessor schneller überfordert war. Und hier könnt ihr nämlich einfach auf Monitoraufnahme klicken und schon könnt ihr nämlich parallel, wenn ihr zwei Bildschirme habt, Bildschirme am PC habt, was perfekt wäre, könnt ihr nämlich immer, während ihr es spielt, auch gucken, nimmt meine Aufnahme auf, funktioniert das alles? Das ist bei DxStory eben anders. Da ist oben rechts oder oben links eine Zahl zu sehen, die dann rot erscheint, wie viele Frames pro Sekunde aufgenommen werden und das ist nicht so verlässlich. Hier habt ihr alles im Überblick und da wir mit Audacity bzw. ich mit Audacity aufnehmen, benötige ich hier das Mikrofon nicht, das schalte ich aus. Ich nehme lediglich den Sound auf. Hier auch wichtig, macht immer einen Test, ob es auch wirklich funktioniert. Schaut euch das kurz an, schaut, ob ihr auch den Spielsound hört. Das ist einfach wichtig. Ich habe daraus wirklich gelernt. Ich hatte dadurch viele Fehler gemacht. Das wäre zu OBS eigentlich schon alles, was ich immer mache. Ich nehme meinen Monitor auf, einen, lasse das Spiel laufen, was auch sehr praktisch ist. Zum Beispiel Five Nights at Freddy's 5 konnte ich mit DxStory nicht aufnehmen, während ich hier mit OBS einfach eine Monitoraufnahme machen kann und somit das Spiel aufgenommen wird, ob es will oder nicht. Ihr könnt auch auf Videogeräte oder Gameaufnahmen gehen. Es geht auch bei Spielen, aber bei Spielen wie Five Nights at Freddy's oder Mental Torment 2 ging es nur mit der Monitoraufnahme. Aber immerhin, es ging. Und OBS verbraucht auch, finde ich, nicht so viel Leistung. Das Spiel ruckelt nicht, der Ton ruckelt nicht, es wird alles optimal aufgenommen. So viel habe ich dazu zu sagen. Wenn ihr noch weitere Tipps dazu habt, bitte schreibt es in die Kommentare. Wie gesagt, ich zeige euch das Ganze, wie ich es aufnehme, kurz und knackig. Gibt natürlich jetzt noch die Überpros in diesen Programmen, aber so nehme ich meine Gameplays auf. So, und jetzt kommen wir zum letzten Teil, und zwar meine Videos schneide ich mit Premiere Pro. Ich habe jetzt hier mal für euch eine aufgenommene Videogaming-Szene für euch eingefügt. Das ist die hier und darüber, und das ist nämlich wichtig, ist dann meine Facecam. Die Anordnung ist wichtig, denn ihr seht, ansonsten ist meine Facecam weg. Zudem habe ich hier dann auch noch meinen Audacity-Tone eingefügt und den Sound vom Gaming, und zwar hier, den finden wir dann hier unten, den kann man auch aufklappen, kann hier ein bisschen nach oben ziehen und kann den dann hier einstellen. Ich mache ihn jetzt mal aus, dass er uns nicht stört. Hier, wie ich euch gesagt habe, das mit dem Klatschen, weil nämlich meinen Kameraton, den wir nämlich hier haben, den schalte ich dann nämlich, wenn ich synchronisiert habe, nach unten. Und den Audacity-Ton, den schalte ich dann natürlich nach oben. Hier sehen wir nämlich das Klatschen, den Sound. Ich zeige es euch mal. Guten Und schon Tag. ist es synchronisiert. Und hier ist nämlich parallel meine Videocam, die natürlich nicht so eine gute Audiodatei hat. Deswegen mache ich die nach unten und mache den Audacity-Ton drauf, damit ich da eine gute Qualität habe. Denn die Kameraqualität ist nicht schlecht, aber man hört den Hall und ihr wisst ja, Audacity habe ich euch ja gerade erklärt, das ist einfach besser. Dann kann ich das hier nämlich schon mal einklappen, weil der Ton interessiert uns jetzt nicht mehr, und zwar von der Cam.
Dann kommen wir jetzt zu dem Greenscreen. Und zwar müsst ihr dann einmal beim Premiere Pro das hier aufklappen. Geht ihr auf Effekte. Und dann gebt ihr einmal 8 Punktkorrekturmaske ein und zieht das dann auf eure Kamera. Dann könnt ihr noch Helligkeit und Kontrast hinzufügen. Können wir machen, müssen wir aber nicht, beziehungsweise müsst ihr nicht tun. Ist nur dafür da, um dann quasi später die Farben kräftiger zu machen. Das lassen wir jetzt aber mal weg. Ich mache es normalerweise immer, aber wie gesagt, ist euch überlassen. Dann gehen wir mal zum Ultra Key. Und zwar ist der hier. Und zwar müsst ihr dazu dann auf eure Videoebene drücken und dann geht ihr auf diese Pipette und wählt. Es ist eigentlich schlauer, wenn ihr das hier größer macht, aber ich sehe so verratzt aus, das kann ich euch nicht antun. Da wählt man dann die dunkelste Stelle aus mit dem Ultra Key. Jetzt seht ihr schon, der Hintergrund ist schon so gut wie weg. Das ist ganz, ganz einfach. Man sieht aber noch so einen leichten Hintergrund. Da geht ihr dann auf Maskengenerierung, beziehungsweise davor geht ihr dann auf Alpha-Kanal. So, und dann geht ihr auf Maskengenerierung und sorgt dafür, dass ich beziehungsweise ihr komplett weiß seid und der Hintergrund schwarz ist. Es gibt da bestimmte Einstellungen für. Ich muss ehrlich sagen, ich schraube da immer ein bisschen dran rum und gucke, wie es mir gefällt. Und dann geht ihr wieder auf Zusammenstellung. Dann seid ihr ausgeschnitten und diese 8-Punkt-Korrekturmaske ist eben dazu da, wie ihr seht, falls jetzt irgendwie mal ein bisschen Licht durchscheint, dann könnt ihr das hier hinschubsen und quasi euch nochmal ausschneiden, beziehungsweise die Stellen, die stören, werden somit ausgeschnitten. Finde ich immer ganz praktisch. Das hat man vielleicht auch bei einem Video von mir gesehen, wo ich mit der Oculus aufgenommen habe. Da ist die Sonne gewandert und war dann auf einmal im Bild drin. Konnte ich dann mit dieser 8-Punkt-Korrekturmaske sehr gut ausblenden. Da ich jetzt, wie gesagt, ein bisschen blass bin, hat man noch die Möglichkeit, hier die Farbe dazu zu fügen. Das zeige ich euch jetzt auch noch kurz, weil ich sehe da wirklich sehr krank aus, was ich auch war. Im Kopf bin ich sowieso krank, das wissen wir alle. Und dann kann man hier die Helligkeit ein bisschen runterstellen und den Kontrast ein bisschen höher stellen. Sieht das alles schon ein bisschen gesünder aus. Da könnt ihr, nicht so. So, da könnt ihr dann alle ein bisschen rumstellen noch. Das war es eigentlich soweit von mir und meinem Marathon, wie ich Games bearbeite. Ich möchte nochmal sagen, das ist meine Art, wie ich es mache. Ihr müsst es so nicht machen. Es ist nur so ein kleines Start-up-Kit für euch, falls ihr neu anfangt oder vielleicht irgendwie ein bisschen Anregung braucht oder wissen wollt, wie es mit dem Greenscreen geht. So geht's. Könnt gerne eure Tipps oder auch Fragen in die Kommentare schreiben. Ich werde sie beantworten. Wenn ihr noch eine... Ich möchte auch andeuten, es ist jetzt nur ein Durchlauf. Ich erkläre jetzt die Programme nicht genau. Da kann man noch viel mehr machen, wie man zum Beispiel Sache verpixelt, dies, das. Das verwende ich auch alles. Falls ihr dazu ein Tutorial macht, mache ich gern. Aber da gibt es in YouTube wirklich zu Genüge. Zu Audacity gibt es auch noch ausführliche Beschreibungen zu den Programmen und zu Open Broadcast, wo man ja wirklich nur auf Aufnahme starten, stoppen drückt. Da gibt es noch viel mehr. Damit kann man auch Twitch-Livestreams machen, dies, das. Aber ich wollte euch ja nur zeigen, grob, was ihr braucht, wie ihr es anwendet, um eben eure Sachen aufzunehmen. Wenn ihr fertig seid, dann könnt ihr hier auf Exportieren Medien und das Ganze raus exportieren. Wichtig ist auch, was ich echt euch allen mitgeben möchte, bitte passt auf, dass keine schwarzen Ränder zu sehen sind. Das ist unschön, wenn man die Videos in YouTube hochlädt und schwarze Ränder sieht. Das passiert manchmal, das ist mir auch schon passiert, aber ich achte jetzt extrem drauf, dass es nicht mehr passiert. Deswegen informiert euch in Google, welche Größen die YouTube-Videos haben und stellt es vorab ein in Premiere Pro, weil diese unschönen schwarzen Rahmen, die will keiner sehen. Wie gesagt, ist mir auch schon passiert, das ist normal. Dann könnt ihr das Ganze exportieren, am besten in HD, damit das auch alles schöne Qualität ist. Und noch ganz wichtig, speichert eure Projekte immer wieder zwischendrin ab. Ich hatte es in Premiere Pro auch schon öfter das Problem, dass Premiere Pro meinte, sich einfach so schlagartig zu verabschieden. Speichert es ab, immer mal wieder alle 5 Minuten oder stellt es ein, dass es sich alle 5 Minuten selbst speichert. Wichtig, wichtig, wichtig. Dann würde ich sagen, sind wir fertig hier mit dem kleinen Let's Play Kit
Let's Play Erste-Hilfe-Kit für euch. Ich hoffe, es hat euch weitergebracht, es hat euch gefallen. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Ich hoffe, gerade vor allem den Anfängern ist es somit ein bisschen erleichtert, der Einstieg. Und auch für die Leute, die mich gefragt haben, was verwendest du, wie machst du es mit dem Greenscreen, wie nimmst du auf, mit was schneidest du, beantwortet dieses Video. Wenn ihr weitere Details wollt zu einzelnen Programmen und das sehen möchtet, kann ich das für euch auch noch machen. Aber so ein Tutorial ist mehr Arbeit, als ich eigentlich gedacht habe. Deswegen hat es auch ein bisschen länger gebraucht. Es war nicht so einfach zu machen, wie ich es dachte. Da sind Gaming-Aufnahmen für mich deutlich einfacher, als wenn ich etwas erklären muss. Dann sage ich vielen, vielen Dank, dass ihr dieses Tutorial angeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, unterstützt mich mit Däumchen nach oben und teilt das Video oder schickt es Freunden, wenn ihr Freunde habt, die auch Gameplays aufnehmen wollt. Das würde mich sehr freuen. Passend zum Thema gibt es die Tage auf meiner Facebook-Seite Saftiges Gnu jetzt auch eine Verlosung und da könnt ihr einen Greenscreen gewinnen mit extra Halterung, noch eine weiße, schwarze Leinwand dazu und eine super gute Cam zum Aufnehmen. Mehr dazu, wie gesagt, auf meiner Facebook-Seite. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, was gerade bei euch ist und sage, wir sehen uns in den nächsten Videos. Euer Gnu.